Flux FM in digitaler Gesellschaft. Schon seit Jahren liefern sich Zeitungsverleger und Hersteller von Adblockern einen juristischen Kleinkrieg. Adblocker, also Programme, die verhindern, dass euch beim Surfen Werbung angezeigt wird. Sie führen zu Verlusten bei den Einnahmen aus der Online-Werbung und sind außerdem wettbewerbswidrig, argumentieren vor allem die großen Verlagshäuser wie Springer oder auch der Verlag der Süddeutschen Zeitung. Im Zentrum ihrer Kritik steht das sogenannte Whitelisting, bei dem sich die Hersteller von Adblockern dafür bezahlen lassen, dass bestimmte Werbung gerade nicht geblockt wird. In der vergangenen Woche hat jetzt ein Gericht das Whitelisting für zulässig erachtet und eine entsprechende Klage der Verlage abgewiesen. Ob der Kleinkrieg um Adblocker damit endlich ein Ende hat oder ob es jetzt vielleicht erst richtig losgeht, das wollen wir wissen, und zwar von Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Schön, dass du mal wieder da bist. Hallo. Erklär uns nochmal, worum ging es genau bei diesem Rechtsstreit? Ja, da haben einige Verlage, aber auch Fernsehsender gegen eine Firma geklagt, die einen Adblocker namens Adblock Plus rausbringt. Und das zentrale Argument gegen diesen Adblocker ist eben zum einen, Adblocker führen dazu, dass keine Werbung angezeigt wird, also gehen Einnahmen verloren. Dann wurde auch noch argumentiert, so eine Website, das ist eigentlich insgesamt ein urheberrechtliches Werk. Und wenn jetzt mit einem Adblocker sozusagen bestimmte Teile davon nicht angezeigt werden, dann wäre das ja ein Verstoß gegen das Urheberrecht. Und außerdem wurde auch noch gesagt, das Ganze sei wettbewerbswidrig. Und das ist eigentlich so, sagen wir mal, das zentrale Argument. Diese Firma macht es nämlich so, die Adblock Plus vertreibt. Sie blocken erstmal grundsätzlich alle Werbung, aber es gibt acceptable ads, annehmbare Werbung, die also zum Beispiel nicht besonders aufdringlich ist, die nicht besonders bunt ist, die nicht besonders aufpoppt oder besonders laut ist, sondern die nach den Maßstäben dieses Unternehmens okay ist, ja. Und diejenigen, die solche Werbung ausliefern, die können eben dann zu dieser Firma gehen und sagen, wir bezahlen euch eine bestimmte Summe Geld und dafür lasst ihr unsere Werbung dann durch. Das heißt also, obwohl Leute einen Adblocker haben, bekommen sie dann auf bestimmten Seiten, wo die Betreiber entsprechend Geld bezahlt haben, doch Werbung angezeigt. Wie hat das Gericht jetzt entschieden und was bedeutet das für die Zukunft von Adblockern? Ja, also es hat schon eine ganze Menge Prozesse gegeben in dieser Richtung und diesmal hat eben das Gericht, das OLG München, gesagt, nein, das Whitelisting ist kein Wettbewerbsverstoß, also die nutzen da nicht irgendeine marktbeherrschende Stellung aus. Es gibt nämlich jede Menge unterschiedliche Adblocker und noch ganz viele, die dieses Whitelisting überhaupt nicht betreiben. Ja, außerdem wurde auch gesagt, ein Urheberrechtsverstoß ist das auch nicht, denn ihr, liebe Verlage, stellt ja eure Webseiten einfach so ins Netz und lasst erstmal jeden da drauf und lasst erstmal jeden diese Inhalte runterladen und ob der sich die dann anzeigen lässt oder nicht, das ist eben seine Sache. Ne? Und entsprechend hat das Gericht eben gesagt, nein, diese Form von Adblocken ist vollkommen zulässig und dagegen gibt es gar nichts einzuwenden. Ja, ist das denn jetzt trotzdem so ein ewig langer Schwanz? Also sind noch mehr Gerichtsverfahren zu erwarten oder meinst du, der Streit ist damit endgültig beigelegt? Nee, eigentlich wird es jetzt erst richtig spannend. Denn man muss sagen, die Verleger und auch die Fernsehsender haben in der Vergangenheit schon eine ganze Menge Urteile erstritten. Springer hat beispielsweise mal ein genau gegenteilig lautendes Urteil gegen Adblock Plus erstritten vor dem OLG Köln. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Oberlandesgerichte, nämlich München und Köln, die sich widersprechende Entscheidungen treffen. Und in einem solchen Fall geht die ganze Sache dann üblicherweise noch eine Instanz höher, also jetzt zum Bundesgerichtshof. Und also in weiser Voraussicht haben die Richter in München auch die Revision zugelassen. Das heißt, es wird mit ziemlicher Sicherheit jetzt als nächstes zu einem Verfahren beim Bundesgerichtshof kommen, also zu einem höchstrichterlichen Verfahren. Das ist aber ganz schön, weil dann haben wir tatsächlich, wenn diese Rechtsprechung dann abgeschlossen ist, eine bundesweit einheitliche Rechtslage und das ja erstmal zu begrüßen. Jetzt ist es eben momentan noch ein bisschen anders. Du hast ja eben schon mal die Wettbewerbswidrigkeit angesprochen. Also wenn die Verlage mit diesem Argument jetzt scheitern, auf welche Weise könnten sie dann noch versuchen, gegen Adblocker vorzugehen? Na, vor allen Dingen das Urheberrecht wird hier immer ganz gerne fruchtbar gemacht. Es gab auch gerade einen Fall in den USA, in dem eine Firma eben gesagt hat, also von dieser Filterliste, die so im Hintergrund bei diesem Adblocker läuft, weil so die Regeln draufstehen, wie eigentlich welche Webseiten geblockt werden. Bei dieser Filterliste hat ein amerikanisches Unternehmen erreicht, dass eine ganz bestimmte Webseite da rausgenommen wurde. Und zwar mit dem Argument, diese Webseite dient dazu, Umgehung von Urheberrechtsschutz zu verhindern. Ja, und die haben dann gesagt, also auf diese Art und Weise, wenn man jetzt diese Seite blockt durch einen Adblocker, dann würden also Maßnahmen zum Urheberrechtsschutz umgangen. Und das könnte in der Tat so ein Hebel sein. Wie gesagt, das Ganze war in Amerika und es beruhte auf einer etwas anderen Rechtslage als bei uns. Aber man hat ja schon gesehen,
auch hier versuchen eben Verlage und Fernsehsender wirklich mit allen juristischen Kniffen, mit allen Argumenten, die sie sich irgendwie ausdenken können und seien sie noch so absurd, gegen Adblocker vorzugehen. Deswegen ist relativ wahrscheinlich, dass genau das vielleicht jetzt in Zukunft auch passiert, dass man eben noch ein bisschen mehr auf die urheberrechtliche Schiene geht. Also nur mal vielleicht kurz zu illustrieren, wie absurd die Argumente teilweise sind. Ein Lieblingsargument, insbesondere des Springer-Anwalts, ist, dass er sagt, Adblocker haben Trump zum Sieg verholfen. Und zwar, weil Adblocker den Qualitätsmedien Einnahmen wegnehmen und dadurch können die nicht mehr so viel publizieren. Jetzt dann lesen die Leute mehr Blogger und bekanntermaßen sind ja alle Blogger total für Trump. Und deswegen also werden alternative Medien auf diese Art und Weise gestärkt und dadurch kriegen wir dann solche Wahlergebnisse wie in Amerika. Ja, so kann man es natürlich auch sehen, ne? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube eher, so kann man das gar nicht sehen, weil das totaler Unsinn ist. Tatsächlich verlieren die Verlage ja aber Werbeeinnahmen. Circa 20% der Nutzerinnen und Nutzer Adblocker verwenden. Mhm. Was können die Verlage jetzt trotzdem zur Sicherung ihrer Einnahmen tun, anstatt gegen Adblocker vorzugehen? Ja, man müsste sein Geschäftsmodell anpassen. Vielleicht gar nicht so sehr das Geschäftsmodell der Verlage, sondern eher das Geschäftsmodell der Online-Werbung. Online-Werbung ist wirklich in einem ganz, ganz fürchterlichen Zustand, wird sehr häufig benutzt, um Malware auszuliefern, das sogenannte Malvertising. Und auch ansonsten versucht eigentlich Werbung immer häufiger sozusagen die Betroffenen, die Nutzer so zu übertölpeln. Also irgendwelche Videos gehen einfach an, wenn man auf irgendeine Seite geht oder irgendwelche Pop-up-Fenster gehen auf und so. Und das muss aufhören. Der Grund, warum Leute Adblocker benutzen, jedenfalls in der Regel, ist nicht etwa, weil sie gar keine Werbung sehen wollen, sondern weil die Werbung erstens extrem aufdringlich ist und zweitens sehr häufig mit einem sehr aggressiven Datensammeln verknüpft ist. Und das versuchen eben Leute zu unterbinden und dann eben schließlich auch sich vor Malware zu schützen. Und das sind eigentlich Dinge, die müssen die Verleger in den Griff bekommen. Und wenn sie die in den Griff haben, dann wird auch das Problem Adblocker sich letztlich lösen. Und das ist vielleicht das ganz Schöne daran, dass es eben jetzt auch noch juristisch weitergeht. Denn letztlich wird der Rechtsstreit, den es jetzt beim BGH, beim Bundesgerichtshof geben wird, eigentlich auf die Frage rauslaufen, wer muss eigentlich in Zeiten des Internets sein Geschäftsmodell ändern? Sind es auf der einen Seite die Hersteller von solchen Programmen wie Adblock Plus oder sind es eben die Verlage, die eigentlich außer Werbung und auch sehr aggressiver Online-Werbung eigentlich online wenig Einnahmequellen oder Geschäftsmodelle haben? Und da geht es eben jetzt hin, letztlich die Frage, also diese disruptive Kraft des Internet, wer muss sich der jetzt beugen? Spannend. Wir bleiben dran, aber wer weiß, wann da irgendwann sich dann mal die Kuh entscheidet. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Das wird noch dauern. In der vergangenen Woche auf jeden Fall hat ein Gericht das Whitelisting für zulässig erachtet und eine entsprechende Klage dieser Verlage, wie gesagt, abgewiesen von Springer unter anderem und dem Verlag der Süddeutschen. Und Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft hat euch nochmal gerade auf den neuesten Stand gebracht, was Whitelisting und Adblocker angeht. Vielen lieben Dank. Gerne. Flux FM in digitaler Gesellschaft.